Im heutigen Interview geht es um das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert, auch um das Thema, wenn man an einem Punkt im Leben angelangt ist, an dem man vielleicht nicht mehr so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Und ich begrüße heute bei mir in der Praxis Frau Saga Tamara. Hallo. Frau Saga, Sie waren vor ungefähr einem halben Jahr das erste Mal bei mir in der Praxis in Klagenfurt. Würden Sie den Zusehern vielleicht einmal kurz erklären, was genau Sie zu mir geführt hat? Nur, ich habe gedacht, es ist ein Weg, dass ich auch versuchen kann. Ich habe nicht mehr gewusst, wie soll ich weitergehen und was kann ich für mich tun, für meine Kinder, was kann ich als Mutter und als Mensch machen noch. Und schon bei der ersten Gespräche am Telefon, sie haben mich schon beruhigt, weil sie haben so eine gute Stimme, so ruhig. Und da habe ich gedacht, ja, das werde ich probieren. Und wo ich in Praxis war, sie war einfach sehr ruhig. Sie haben mir angenehm gemacht und sie haben mir als erstes nur ein Gespräch gehabt, mit mir gemacht, dass sie versteht, was bei mir los ist. Sie haben mir manche Sachen erklärt, aber nicht genau erklärt, einfach gesprochen, yeah. Und bei mir selbst ist sie im Kopf etwas gegangen, losgegangen. Das heißt, Sie haben bereits nach dem Erstgespräch schon spürbar für sich eine Veränderung bemerkt? Schon eine Änderung, bemerkt. Ja. Eine große Änderung. Und das war wirklich eine Überraschung. Um es kurz auch für die Zuseher zu erklären, das Erstgespräch oder das Anamnesegespräch ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt in der Hypnosearbeit. Dieses Erstgespräch eben auch die Basis und der Inhalt für alle weiteren Hypnosesitzungen ist. Und je intensiver und je gründlicher dieses Erstgespräch geführt wird, desto besser und desto effektiver wirken dann auch die nachfolgenden Hypnosesitzungen. Frau Saga, Sie haben mir beim Erstgespräch ja auch erzählt, dass Sie sich selbst gegenüber immer sehr unsicher waren. Sie haben immer gedacht, alle anderen wissen alles besser. Die vielen verschiedenen Meinungen haben in Ihnen eine sehr große Unsicherheit hervorgerufen. Ja, genau. Wie haben Sie das dann im Laufe der Hypnosearbeit weiterempfunden? Was hat sich da bei Ihnen geändert? Jetzt habe ich meine Meinung und ich kann stehen bei meiner Meinung. Okay. Das ist was Gutes, weil davor konnte ich nicht. Wenn jemand mir sagt, es ist so, dann habe ich immer gesagt, okay, passt, es ist so. Würden Sie vielleicht noch einmal kurz beschreiben, welches Bild Sie vor dieser ersten Sitzung von der Hypnose gehabt haben und welches Bild Sie jetzt von der Hypnose haben? Davor habe ich mir gedacht, weil im Fernsehen sieht man so vieles darüber, aber Sie haben mir gut erklärt, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ich sitze auf einem Sessel und es wird so wie mit einer Uhr, so mit einem Pendel und dass ich werde hypnotisiert. Das habe ich nicht so richtig geglaubt, muss ich ehrlich sein. Und dann sie haben mir nur gesagt, sie müssen einfach nur ruhig bleiben und ich werde einfach zählen und etwas sagen. Sie können sich gerne auf meine Stimme konzentrieren. Ich habe mir alles vorstellen können, alles was sie mir erzählt haben unter Hypnose. Aber das hat mir wirklich gut getan. Das ist sehr oft so, wenn man während der Hypnosesitzung energetisch Blockaden löst. Und danach ist es wie so ein innerer Druck, der losgelassen wurde. Der ist einfach weg. Genau. Wie haben Sie die Hypnose für sich empfunden? Sie sind ja gebürtige Italienerin. Ja. Sie sind grundsätzlich ein sehr temperamentvoller Mensch. Genau. Sehr quirlig. Wie war das für Sie, diese Entspannung in der Hypnose? Wie haben Sie das wahrgenommen? Sehr gut, weil in die vorigen vier Jahre, ich war nicht mehr ich. Ich habe mich wirklich blockiert gegen die ganze Welt. Und es war wirklich schlimm. Und nachdem, ich bin einfach wieder ich geworden. Und das war wirklich schön. Unglaublich. Ein sehr gutes Gefühl. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor die Leute. Ich kann mit denen sprechen. Ich kann wieder lächeln. Alle haben mir gesagt, du lächelst wieder. Unglaublich. Sie haben ja auch zwei Kinder. Ein Kind davon, die Aileen, die durfte ich ja kennenlernen, mit der habe ich ja auch gearbeitet. Da war ja auch das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein und auch das Thema Gewicht.
Würden Sie vielleicht kurz erzählen, wie Eileen die Hypnose bei mir wahrgenommen hat und was sich bei ihrer Tochter auch geändert hat? Das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Sie haben sie hypnotisiert und danach zu Hause war sie einfach ruhiger, hat sie immer diese Lächeln gehabt und sofort eine Änderung auch in die Schule war. Die Lehrerin hat mir sogar angerufen, was ist mit Eileen los? Ist unglaublich, die Leistung in die Schule ist sofort verbessert, sofort. Das ist schon was Gutes. Und echt, auch mit dem Gewicht, wie Sie gesagt haben, sie isst, bis wann sie nicht mehr hungrig ist. Und das war's. Davor hätte sie gegessen, alles einfach, weil sie Lust davon hat. Echt, jetzt kann sie wirklich kontrollieren. Sehr gut. Und wie ist die Stimmung jetzt bei Eileen? Sehr gut. Sie haben auch bemerkt, dass sie immer lächelt und immer, sie ist froh. Ich habe sie nie, nur lange, lange, lange Zeit nicht mehr so gesehen. Sie ist einfach froh. Und jetzt hat sie wieder Lust auf alles, auf ein Kind zu sein. Sie ist gut. Sie will wieder spielen, sie will wieder schreiben, sie will alles wieder machen. Die Hypnosesitzungen bei mir in der Praxis, ist das etwas, was Sie wieder tun würden und was Sie auch anderen Müttern, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, empfehlen würden? Ja, auf jeden Fall. Und Eileen, sie möchte einfach kommen, weil sie fühlt sich gut bei Ihnen. Ja. Unglaublich. Das habe ich mir davor nicht gedacht. Da habe ich gedacht, mein, ist eine Blödsinn. Aber okay, ich probiere das auch. Aber nein, das war keine Blödsinn, das war das Beste, was ich gemacht habe in meinem Leben, damit ich wieder ein Mensch sein kann. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich dafür, dass Sie bereit waren, dieses Interview mit mir zu führen, über Ihre persönlichen Themen zu sprechen, aber auch über die Themen Ihrer Tochter zu sprechen. Und ich hoffe, dass dieses Interview mit einer jetzt wieder sehr lebenslustigen Italienerin vielleicht dem anderen oder dem einen, der dieses Interview gesehen hat, Mut macht, auch Hypnose für sich als Methode zu erkennen, um wirklich etwas zu verändern im eigenen Leben, und zwar zu verändern zum Positiven.